Hallo zusammen. Ihr kennt das bestimmt. Wenn man umzieht, dann findet man manchmal Dinge, von denen man überhaupt nicht mehr wusste, dass es sie noch gibt. So ging es mir vor einiger Zeit mit einer Kiste Sachen aus meiner Grundschulzeit. Darin habe ich unter anderem eine Art Steckbrief entdeckt, den ich mit meiner kindlichen Krakelschrift ausgefüllt hatte und der wahrscheinlich einmal zu Beginn eines Schuljahres ausgeteilt worden war. Und in diesem Steckbrief stand neben der Lieblingsfarbe und dem Lieblingstier und dem Traumberuf, den man da angeben sollte, noch so einiges andere. Und unter anderem stand da eben als Lieblingshobby Lesen. Nun bin ich mir zwar eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht das einzige Hobby war, das ich damals in der Grundschule hatte, aber man sollte ja sein Lieblingshobby auswählen. Und was soll ich sagen, ich war als Kind eben eine echte Leseratte. Beziehungsweise ein Bücherwurm. Ist es euch auch schon mal aufgefallen, dass man Menschen, die viel liest, immer gerne mit Tiermetaphern bezeichnet? Naja, wie dem auch sei, warum erzähle ich euch das alles? Nun, vor kurzem bin ich auf einen Bericht zu einer groß angelegten Studie gestoßen, in der es darum ging, welche Vorteile das Lesen für Kinder hat. Und diesen Bericht hätte ich am liebsten gerne mal all denen unter die Nase gehalten, die mich als Kind ständig gefragt haben, warum ich denn unbedingt bei dem schönen Wetter mit einem Buch im Zimmer sitzen müsse, anstatt draußen zu spielen. Es handelt sich bei der in diesem Artikel genannten Untersuchung um eine von australischen Forschern durchgeführte Studie. Und diese Studie basiert auf einer Umfrage mit 160.000 Teilnehmern aus 31 Ländern. Diese Teilnehmer mussten zunächst einen Fragebogen beantworten, in dem es unter anderem darum ging, wie viele Bücher sie als Kinder und Teenager zu Hause hatten. Und nach diesem Fragebogen musste ein Test zu den Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten absolviert werden. Nun ist es vielleicht nicht weiter verwunderlich, dass bei diesem Test diejenigen, die in, sagen wir mal, bibliophilen Haushalten aufgewachsen waren, deutlich besser abschnitten. Was ich jedoch besonders interessant fand, war, dass dabei festgestellt wurde, dass kein wirklich deutlicher Zusammenhang zwischen den Fähigkeiten der Teilnehmer und deren Bildungsgrad bestand. Oder anders gesagt, jemand, der keinen höheren Schulabschluss gemacht hatte, aber als Kind in einem Haushalt mit vielen Büchern aufgewachsen war, war in dem Test genauso gut oder sogar besser als ein Uni-Absolvent, der nicht viel mit Büchern am Hut hatte. Bücher haben aber laut anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen noch viele weitere Vorteile. Das werde ich euch jetzt anhand einer anderen Studie erläutern. Und hier gehen wir nun sozusagen vom ersten Lebensdrittel, Kindheit und Jugend in der ersten Studie, zum letzten Lebensdrittel über. Das Ergebnis dieser Studie, um die es jetzt geht, lässt sich prägnant so zusammenfassen. Wer viel liest, lebt länger. Das klingt für eine Leseratte natürlich jetzt fast schon zu gut, um wahr zu sein. Ich bin auch gerne eher skeptisch, wenn ein Journalist in einem Zeitungsartikel mal wieder, natürlich mit einer Studie in der Hinterhand, behauptet, er habe ein neues Wundermittel oder gar das Allheilmittel schlechthin entdeckt. Aber neugierig war ich natürlich trotzdem bei dieser Überschrift. Also, wie kamen die Forscher zu dem Schluss, wer viel liest, lebt länger? Nun, es handelt sich um eine an der Universität Yale durchgeführte Untersuchung, bei der die Daten von 3.600 Teilnehmern ausgewertet wurden. Und dies über einen Zeitraum von 12 Jahren. Da es sich um eine Studie zur Lebenserwartung handelte, waren die Probanden zu Beginn, also am Anfang dieses 12-Jahres-Zeitraumes, mindestens 50 Jahre alt. Die Teilnehmer an der Studie wurden dann außerdem zu Beginn in drei Gruppen aufgeteilt. Die Nichtleser, die Leser und die Vielleser. Dabei handelt es sich bei der Gruppe der Nichtleser logischerweise um Menschen, die gar keine Bücher lasen. Leser wurden definiert als solche, die bis zu 3,5 Stunden in der Woche lasen. Und Vielleser waren Teilnehmer, die noch mehr, also über 3,5 Stunden pro Woche lasen.
Das erstaunliche Ergebnis dieser Studie war dann am Ende der 12 Jahre. Im Vergleich zu den Nichtlesern war das Sterblichkeitsrisiko der Leser und Vielleser deutlich niedriger. Oder, ganz salopp gesagt, wer wenig liest, ist früher tot. Im direkten Vergleich der Vielleser und Nichtleser wurde ein sage und schreibe 23% niedrigeres Sterblichkeitsrisiko festgestellt. Und in absoluten Zahlen heißt das, im Schnitt lebt der Leser laut der Studie circa 2 Jahre länger als der Nichtleser. 2 Jahre länger leben, das klingt schon nicht schlecht, oder? Nun kann man natürlich sagen, Moment einmal, woher wissen wir denn, dass diese Leser in der Studie nicht auch ganz andere Vorteile im Leben hatten, die dieses Ergebnis begründen könnten? Es könnte ja sein, dass die Leser auch gleichzeitig, sagen wir, wohlhabender und gesünder waren. Um solche Faktoren wie Wohlstand, Alter, Bildungsstand, Gesundheitszustand wurde das Ergebnis der Studie allerdings bereinigt. Und es blieb dabei. Die Leser lebten länger. Natürlich haben die Forscher versucht, eine Erklärung für dieses Resultat zu finden. Dabei wurde auch noch ein ganz interessantes Nebenergebnis der Studie berücksichtigt, nämlich die positiven Auswirkungen des Lesens bezogen sich auf das Lesen von Büchern. Es wurde nämlich festgestellt, dass das Lesen von Zeitungen oder Zeitschriften einen deutlich geringeren Effekt hatte. Die Forscher haben dieses Phänomen mit dem sogenannten Deep Reading begründet. Deep Reading, das heißt ganz einfach, dass das Lesen von Büchern das Gehirn stärker beschäftigt, sozusagen stärker vereinnahmt, als das Lesen zum Beispiel von Artikeln in Zeitschriften. Einem Buch schenkt man einfach länger und konzentrierter seine Aufmerksamkeit und das wiederum hat dann positive Auswirkungen zum Beispiel auf kognitive Fähigkeiten wie unsere Vorstellungskraft, unsere Konzentrationsfähigkeit, aber auch auf andere Aspekte wie zum Beispiel den Abbau von Stress. Also, man kann ruhig öfter ein Buch in die Hand nehmen, denn damit verschwendet man, wenn man den hier zitierten Studien Glauben schenken darf, keineswegs seine Zeit, sondern verlängert ganz im Gegenteil sein Leben. Und wie heißt es doch so schön, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lesen Sie noch heute. Oder so ähnlich.